herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner, einen Moment, hier ist so, zu deiner Sommerlegung für das Jahr 2023, für den Sommer, der jetzt am 21. Juni beginnt und für die nächsten 3 Monate geht. Ja, wir werden uns anschauen, wie so die Prognosen sind, was die Karten uns so verraten, wie dein Sommer verlaufen wird. Und ich beginne jetzt erstmal damit, die Karten zu mischen. Ich arbeite, also du kannst mich hier gerne auf jeden Fall begleiten, während ich die Karten mische. Du kannst aber schon auch direkt zu deiner Lesung kommen, denn ich habe unten einen Timestamp hinterlegt, der dich direkt zu deiner Lesung führt. Aber natürlich kannst du hier auch gerne mit dabei sein. So. Wir haben jetzt fast alle Karten parat. So, erstmal eine allgemeine Karte für dich. Und ich arbeite in dieser Legung mit den Mystic Mondays Tarot. Dann, Entschuldigung, dann arbeite ich hier auch noch mit den Wandering Star Tarot. Und abschließend arbeite ich hier auch noch mit dem Musentarot.
Ja, und da wären wir. Ach ja, wir brauchen noch abschließend eine Karte vom Mondorakel. Die Karten sind irgendwie energetisch total ungeordnet. Das geht nicht. So, das ist besser. Das ist die Karte. Okay. Und ja, dann können wir anfangen. Das ist hier eine zeitliche Abfolge, lieber Schütze. Und es wird in eurem Leben, in allen euren Leben so ein bisschen anders vom zeitlichen Verlauf sein. Ne? In dieser Legung ist es auf jeden Fall so, dass Zeit sehr fließend ist. Und wann die Energien in diesem Sommer ankommen, können sehr unterschiedlich sein. Auf jeden Fall ist die Grundenergie in diesem Sommer für dich, lieber Schütze, die Hohepriesterin. Und es ist eine sehr emotionale Karte, eine sehr intuitive Karte. Eine Karte, die von einer sehr leichten Zeit bei dir spricht. Eine Zeit, in der du die Dinge einfach passieren lassen kannst. Auf deine Intuition hören kannst, dich in den Fluss des Lebens begeben kannst, dich überraschen lassen ein wenig, ne? Eine Zeit, in der du dich treiben lassen kannst. Vielleicht der ein oder andere von euch wird sich auch sehr spirituelle Gedanken machen, so richtig mal zur Ruhe kommen können auch, ne? In diesem Sommer. Und auch Kontakt mit der spirituellen Welt aufnehmen, wenn man das möchte. Es kann auch hier eine sehr emotionale Zeit sein, in der du deine Gefühle mehr als sonst ausdrücken möchtest und eine Zeit eben ja weniger des Ehrgeiz, weniger des Machens, weniger des Tuns, außer wenn du das in dem Moment richtig stark fühlst. Ne? Also auch da kannst du dich ganz von deiner Intuition leiten lassen. Aber du hast hier nicht die Ambition, etwas aus dem Verstand heraus erzwingen zu wollen, ne? Sondern lässt dich tatsächlich fallen, lässt die Energie einfach fließen. Wow, und gleich schon jetzt bald, gleich schon zu Beginn des Sommers, könntest du wirklich von neuen Gefühlen gepackt werden, von neuen Gefühlen. Der ein oder andere könnte sich verlieben, auf jeden Fall in das Leben verlieben, ne? Wirklich richtig erfüllt sich fühlen, richtig glücklich fühlen. Eine Situation, die dich emotional tatsächlich stark herausfordert. Also, wird notwendig sein, dass du den Mut hast, lieber Schütze, dass du deine Gefühle offen zeigst, dass du zu dir selber stehst, dass du deine Gefühle anderen Menschen offenbarst, als wären sie ein Geheimnis. Ne? Denn nur so kannst du die Situation noch weiter zum Sprudeln bringen, aufleben lassen, lebendiger werden lassen und du fühlst es, du weißt es. Hier gleich zu Beginn eine starke Intuition, starke Träume, eine starke Begegnung mit deinen Schatten, ne? Aber nach außen hin wirst du gar nicht den Eindruck erwecken, dass das für dich überhaupt herausfordernd ist. Ganz im Gegenteil, du wirst sehr harmonische Beziehungen pflegen, auch mit einer besonderen Person womöglich eine richtige Einheit bilden. Du wirst hilfsbereit sein, du wirst tatkräftig sein. Ja, ohne hier, also einfach durch den Fluss, ne? Durch die Verbindung, durch die Dynamik zu einem Menschen oder zu einer Gruppe von Menschen. Teamwork und Geselligkeit, Gemeinschaft sind dir gerade wirklich sehr wichtig. Und du gehst darin auf, ne? Und auch das ist etwas herausfordernd für dich. Aber das merkt man dir nicht an. Ja, spannend, wie das hier startet. Und wir schauen mal weiter. Ja, und in diesem Prozess zeigt sich eine sehr interessante Weiterentwicklung deiner Person. Wow, hier zeigt sich der König der Stäbe und natürlich bist du das. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass du hier
dich selbst verwirklichst, dir auch bewusst ist, wie du nach außen wirkst, dir auch bewusst ist, als was für eine Person du dich selbst verwirklichst und dass du das gerade tust. Und das ist dir gerade dann auch wirklich sehr wichtig persönlich, dass du selbst bist. Und emotional hast du irgendwie das Gefühl, es läuft alles nach deinen Vorstellungen. Es läuft einfach alles nach Plan, nach deinen Vorstellungen, nach deinen Wünschen, dass du auch das Gefühl hast, dass du hier selbstermächtigt bist, ne? Dass du dieselbe Dinge selber bestimmen kannst, ohne das erzwingen zu müssen. Das geht einfach von selber. Du hast schon irgendwie das Gefühl von Selbstständigkeit, Unabhängigkeit in deiner Umgebung und dass alles auch irgendwie am richtigen Ort ist, am richtigen Platz ist, dass alles stimmig ist. Sehr viel Stabilität sehe ich hier in deinem Leben, sehr viel selbstverständliche Stabilität, ne, die auch dich dazu bringt, mehr Verantwortung in dein Leben übernehmen zu wollen, ohne dass es für dich eine große Anstrengung ist, ne, sondern du machst das sogar gerne, weil du dafür einfach auch die Macht und die Selbstbestimmung in deinem Leben hast. Auf der Handlungsebene zeigt sich der Page der Stimmen und das ist bestimmt eher eine andere Person in deinem Leben, eine jüngere Person, womöglich oder unreife Person, eine Person der Luft. Vielleicht hast du es mit einem Luftzeichen zu tun, Wassermann, Waage oder Zwilling. Eine Person, mit der du theoretisch hier auch wirklich eine Langzeitbeziehung eingehen kannst oder vielleicht habt ihr auch eine gute Freundschaft. Auf jeden Fall scheint diese Person doch auch sehr wichtig zu sein. Hat vielleicht auch hier mit dieser Zusammenarbeit zu tun, die sich im Vorfeld schon ergeben hat. Vielleicht verhilft dir diese Person ein wenig, mehr du selbst sein zu können. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Das sieht mir hier sehr spannend aus. Ja, und dann kommen deinerseits neue Wünsche, neue Ziele, die du in Angriff nehmen möchtest. Eine neue Leidenschaft in dein Leben, etwas in dir, was neue Begeisterung in dir auslöst. Und diese neue Begeisterung in dein Leben hilft dir, hier noch weiter über deinen Schatten springen zu können und etwas ein altes Problem, einen alten negativen Gedanken endgültig zu überwinden und Nein zu dieser Situation zu sagen, etwas hinter dir zu lassen, etwas, was auf der gedanklichen Ebene stattfindet, ein negativer Gedanke, eine alte Angst, eine alte Furcht, ein negativer Glaubenssatz, den man früher mal gelernt hat, an dem man lange festgehalten hat, dass man hier dieses Thema für sich beenden kann. Auf der Handlungsebene. Der Weltkosmos, die 21. Du kommst irgendwie schon voll und ganz bei dir selber an, lieber Schütze. Du erfährst hier eine Vollständigkeit, ein gewisses Ankommen in dein Leben. Kannst mit etwas aus der Vergangenheit abschließen, etwas hinter dir lassen, mit etwas auch in Vergebung gehen, auch jemand anderen womöglich vergeben oder womöglich dir selbst vergeben, je nachdem, um was es hier geht, um dann dich wirklich ganz neuen Zielen in dein Leben zu öffnen, zu widmen und dich voll und ganz darauf einzulassen. Also hier passiert wirklich etwas Besonderes, was deinen Lebensweg nachhaltig verändern kann. Je nachdem, was in deinem Leben neue Begeisterung auslöst. Es kann ja auch wirklich eine neue Liebe sein in deinem Leben, ne? Eine neue Begeisterung für einen Menschen, neue Sexualität, ein neuer Bezug zur Sexualität. Ja, oder eben diese starke Begeisterung, der Wunsch, sich kreativ auszudrücken, könnte es auch sein, ein neues Projekt. Je nachdem, es wird dich sehr, sehr befreien, dass du dieser Begeisterung jetzt nachgehen kannst. Und hier haben wir wieder den Mond, ne? Und hier wiederholt sich eine Situation. Das ist die gleiche Karte, ne? Und das Tolle ist, dass der Mond hier dir jetzt hier bewusst wird. Also am Anfang des Sommers wirst du quasi emotional vorbereitet auf eine sehr große Herausforderung in deinem Leben.
Diese Situationen hängen zusammen. Und hier wirst du das emotional spüren. Hier wirst du das auf in die Erkenntnis bringen, ne? Und dir wird das bewusst sein, was da passiert. Je nachdem, wie gut du dich hier emotional vorbereitet hast, wird es dir leichter fallen, diesen Schritt dann tatsächlich bewusst zu gehen und weiterzugehen eigentlich, ne? Es ist alles der gleiche Prozess. Zwei der Schwerter. Eine Entscheidung, eine gefestigt, eine Klarheit. Emotional könntest du tatsächlich ganz, ganz ruhig werden. Fairness und Gerechtigkeit zeigen sich hier auch. Und dass die Gedanken eventuell wirklich stumm werden, ne? Und du einfach nur den Ruf folgst, der Intuition folgst. Sechs der Gefühle, wunderschön. Eine wunderschön genussvolle Zeit. Ja, ich glaube, es hat hier viel mit der Liebe zu tun, lieber Schütze. Ja, dass du dich hier emotional voll und ganz auf jemanden einlässt und die Gedanken dadurch ruhig werden. Ruhig werden und durch die Ruhe der Gedanken sich tatsächlich emotionale Stabilität einstellt. Ja, wow, sieht mir hier wirklich aus wie ein neuer Bezug zur Liebe in deinem Leben. Ob das jetzt diese Luftperson ist oder nicht, kann ich schwer sagen. Es könnte sich hier auch um jemand anderen in deinem Leben handeln, den du erst hier kennenlernen wirst. Aber es könnte sehr gut sein, dass hier diese Luftperson gemeint ist. Könnte auch ein Wasserzeichen sein, könnte auch Widder sein. Und grundsätzlich ist sowieso jedes Sternzeichen möglich. Es ist einfach ganz, ganz klar, es wird für dich eine sehr herausfordernde Zeit, die deine volle Entscheidung benötigt. Du musst dich mit voll und ganz darauf einlassen. Aber zu der entsprechenden Zeit wird dir das bewusst werden und du bekommst unheimlich viel aus dieser Situation zurück. Hier mit den Sechs der Gefühlen sehe ich halt, dass du Liebesglück erfahren wirst, dass du auf Wolke 7 schweben könntest, dass du dich voll und ganz auf der Handlungsebene, auf die emotionale Ebene einlässt und sich hier vieles für dich eröffnet. Also es wird ein sehr gefühlvoller Sommer, muss ich schon sagen. Wie schließt der Sommer ab? Mit den Wagen, mit einer Reise eventuell oder neuen Reiseplänen oder einer metaphorischen Reise, die dazu führen wird, dass du dann bald in deinem Leben, lieber Schütze, einen großen Sprung nach vorne machen wirst. Vielleicht eben in einer Beziehung, dass sich eine Beziehung sehr stark verfestigt, ihr zusammen einen gemeinsamen Weg gehen werdet, der euch auf in vielen anderen Bereichen in eurem Leben auch zugutekommen wird. Die Mäßigkeit, was auch voll und ganz deine Karte ist, ja, die Kunst, die Ausgeglichenheit, wissen, was man will, die Verbindung, die ehrliche, ernste Verbindung zu einem Menschen, der ehrliche, harmonische Austausch mit einem Menschen, ein unheimlich schönes, harmonisches Verhältnis zwischen euch beiden, was nahezu an Perfektion grenzt, in der Form, wie ausgewogen es ist. Also du wirst hier eine sehr starke Harmonie mit jemandem eingehen, höchstwahrscheinlich mit jemandem eingehen. Ansonsten, für die wenigen von euch, die am Ende des Sommers solo sein werden, es ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft, man kann hier sich emotional auch anderweitig einlassen, definitiv, auf die Familie, auf die Freundschaften, auf die Menschen im Allgemeinen und natürlich auch auf die Kreativität, auf seinen Beruf, wenn man das möchte, ne? Also, je nachdem, du bekommst hier dein Leben in eine gewisse Harmonie, in einen gewissen Einklang.
und wirst allen Bereichen deines Lebens entsprechend gerecht, findest hier eine gewisse Balance, die dich weit nach vorne bringen kann, ne? Weil hier etwas einklingt, etwas zur Harmonie kommt, etwas zur Balance kommt. Wie wirkt sich das nach außen aus? Der Teufel. Ich sehe hier aber den Teufel ganz, ganz positiv, denn du hast ja die Mäßigkeit im Herzen. Wer die Mäßigkeit im Herzen hat, der lässt sich nicht verführen, ne? Sondern es geht hier mehr um den Ehrgeiz, den du an den Tag legst. Guck mal, wir haben hier drei große Arkane. Hier geht's so richtig für dich los. Hier geht's so richtig in deinem Leben los, lieber Schütze, ne? Also irgendwie passiert hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas klingt sich ein, ne? Etwas fügt sich zusammen. Und durch dieses Zusammenfügen entsteht etwas Neues, ne? Wie sagt man, die Summe ist mehr als die Einzelteile, ne? Das sieht man bei diesem Deck leider nicht. Aber im Crowley-Deck sieht man das deutlich, dass die Person bei der Mäßigkeit einen Zaubertrank zusammenbraut. Ne? Es gibt einzelne Rezepturen, es gibt einzelne Sachen, die man da reinmischen muss, ne? Aber die einzelnen Sachen sind gar nicht so entscheidend, obwohl natürlich, man muss hier genau das richtige Kräfteverhältnis finden, aber wenn man das gefunden hat, ist es plötzlich viel mehr da als das. Dann fängt die Magie an. Und genauso sehe ich das in deinem Leben dann auch. Lieber Schütze, hier wirst du irgendwie das schaffen, das perfekte Verhältnis, die perfekte Lösung für ein Problem zu finden, also eine ganz kreative Lösung für etwas, etwas, was auch wirklich etwas erschafft. Und dann wirst du hier sehr von Ehrgeiz gepackt sein und nach außen hin, besonders nach außen hin, so richtig durchstarten können. Ich glaube, es bezieht sich auf alle Bereiche in deinem Leben, sowohl beruflich als auch im Privaten. Es hängt viel davon ab, was du möchtest, ne? Was dir wichtig ist. Aber du kannst hier am Ende des Sommers unheimlich viel erreichen. Und dieser Sommer wird eine sehr wichtige Vorbereitungsphase für alles, was da kommt, für dich sein. Also genieße diese Zeit, ne? Stelle dich den Herausforderungen, setz dich aber nicht unter Druck, entscheide weise, entscheide gut und fühl die Verbindung zu den anderen Menschen. Wow, 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 wow. Und schaut mal, wie passend das ist, ne? Zeig dein wahres Ich. Vollmond in Wassermann. Wassermann könnte eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen. Ne? Aber vor allem, lieber Schütze, solltest du in diesem Sommer dich selber finden, dich selber zeigen. Du kannst ja auch der König der Stäbe sein, auch wenn du eine weibliche Person bist. Hier geht es darum, dass dieser Mensch mitten im Leben steht, ne? Eine gewisse Reife hat und einfach weiß, was er will, weiß, wer er ist, der Herrscher, die Herrscherin seines Lebens ist, ne? Zeig dein wahres Ich, lieber Schütze, dann wird auch alles gut. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Was für eine Legung, muss ich schon sagen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Von Herzen alles Gute. Ja, und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.